Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und habe hier das Acer Spire 5560G. Schauen wir uns mal die technischen Daten ein bisschen genauer an. Da haben wir also einen von den neuen AMD Quad-Core A8 3500M Prozessoren mit bis zu 2,4 GHz. Dann eine Radeon HD 6740G2, also zwei Grafikkarten, mit 2 GB RAM, 15,6 Zoll Display, Blu-ray Player, 8 GB DDR3 RAM, 750 GB Festplatte, 6 Zellen Akku. Hier haben wir das Display, es ist glossy, wie gesagt 15,6 Zoll. Hier eine Webcam, eingebautes Mikrofon, hier die Tastatur mit Numpad. Es ist kein Chiclet-Style, also es ist was Eigenes von Acer. Das Touchpad mit der einen Maustaste, die Status-LEDs. Wenn wir das Ganze mal schließen, seht ihr, es hat ein angenehm dünnes Display. Ein sehr schönes Display-Cover-Design, hier das Logo. Schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Da haben wir erstmal auf der linken Seite einmal den DC-In, Ethernet-Port, VGA, HDMI, USB und die Audio-Ports. Vorne einen Kartenleser, die Status-LEDs. Und auf der rechten Seite dann zwei USB-Ports, den Blu-ray-Player und einen Kensington Keylock. Außerdem kann man, wenn ihr auf der Unterseite schaut, den Akku wechseln und außerdem die Festplatte und den Arbeitsspeicher. Das war also das Acer Spire 1 oder Acer Spire 5560G.